Leute, ihr seht's. Willkommen aus dem Paradies. Willkommen zur ESL Pro League 16. Wir sind hier gerade auf Malta angekommen. Ich würde vorschlagen, ich zeige euch jetzt einfach mal die Venue. Viel Spaß beim Video. Komm mal mit. Das ist schon ein gigantischer Klimaunterschied. Draußen sind 35 Grad und hier drin sind 15 Grad oder so. Also wir werden schön alle erkältet sein. Aber was macht man nicht alles für den E-Sport, ne? Das ist E-Sport, Leute. Wir gucken uns jetzt mal die Playing Area an. Wir sind hier, haben uns hier reingesneakt. Ganz böse sind wir. Aber was die ESL nicht weiß, macht die ESL nicht heiß. Hier ist auf jeden Fall ein Teil der Player Area, wo die Games ausgetragen werden. Und das Ganze geht tatsächlich noch auf der gegenüberliegenden Seite unten weiter. Ist auf zwei Etagen aufgeteilt. Erstmal zum interessanten Part, nämlich zur Player Lounge. Da ist jetzt zwar noch kein Player drin, aber ihr habt ja uns. Ja, also wir sind hier jetzt in der Playing Area. Das ist so der Ort, wo die Spieler sich zwischen den Games oder nach den Games oder vor den Games ein bisschen entspannen können. Vielleicht ein bisschen Playstation spielen können. Ein paar Getränke, ein paar Snacks, alles mögliche und miteinander ein bisschen außerhalb des Servers interagieren können. Und Tischtennis ist bis jetzt auf jedem Event, wo ich war, immer sehr, sehr groß gewesen. Vielleicht kriegen wir es ja mal hin, dass wir gegen ein, zwei andere Teams mal ein kleines Tischtennis-Turnier machen. Hallo, die Jungs sind gerade beim Essen und ich dachte, ich zeige euch einfach mal ganz kurz den Prep-Raum. That's it. Wunderschön geschmückt von der ESL mit Pappaufstellern. Also ich habe bis jetzt noch nie einen dekorierten Prep-Raum gehabt oder gesehen zumindest. Das ist schon cool. Vielleicht nehme ich mir davon eins mit nach Hause. Mal gucken, was sie sagen. Wir haben uns jetzt hier gerade noch mal ans Wasser gesetzt, weil wir dachten, es ist vielleicht schön, den Abend so ausklingen zu lassen. Wir spielen in der Gruppe B der ESL Pro League und zwar gegen FaZe, MIBR, G2, FTW und Outsiders. Und ja, es geht irgendwie immer noch nicht in meinen Kopf rein, dass wir das so machen können, was wir die ganze Zeit machen. Auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr das immer supportet und dass wir die Möglichkeit haben, als einziges deutsches Team hier überhaupt antreten zu können. Das bedeutet uns sehr viel und ja, go big. Go big, Leute. Und gemeinsam. Oh! Oh, hier! Jetzt nicht auf! Sehr schön! Hey! Der war aus! Aus? Warte, der war aus! Einen wunderschönen guten Morgen aus Malta. Wir sind jetzt am zweiten Tag und es ist noch sehr früh. Wir haben heute Media Day und wir sind um 9 Uhr dran als allererstes Team. Es ist jetzt gerade 8.30 Uhr. Gucken mal, ob wir die schon im Hotel finden oder noch nicht. Da muss ich den anderen Post noch fertig machen. Oh. Tut mir leid. Aber ich mache jetzt noch ein schnelles Foto von dir, Josef. Das poste ich auch. Ein gutes. Schön weg. Jetzt nochmal. So, ja, Digga. Ich werde das schon machen. Mal was so. Nochmal eins vom Klassenclown. My presentation. I have a ich join auf Facebook. So, du machst den runter, den Ringfinger, das Zeigefinger so. Was? Digga, was? Brichst du auf die Hand? Die können das selber nicht mal so gut wie Sefo. Ich hab schon mal gesehen, dass das alles so gemacht hat. Hallo Leute, ich habe mir hier den Tapsen geschnappt und ich dachte, wir quatschen einfach mal ein bisschen darüber, wie das hier auf Malta so ist. Ja, also, das zweite oder dritte Mal jetzt. Ist auf jeden Fall eine schöne Gegend, sehr atmosphärisch, macht auf jeden Fall Spaß, Laune ist immer gut hier. Für dich das erste Mal, ne? Für mich das erste Mal tatsächlich, ja. Hoffentlich demnächst noch zwei, drei Mal, ne? Hoffentlich. Auf jeden Fall. Also Minimum noch zweimal. Ja, es wird auf jeden Fall. Und was würdest du sagen, die Teams, gegen die ihr jetzt in der Gruppe spielt, das sind ja MIBR, Outsiders, FTW, G2 und FaZe, ne? Das erste Spiel gegen Outsiders. Ich denke, die Gruppe für uns ist diesmal auf jeden Fall sehr machbar. Wir fühlen uns alle sehr, sehr wohl mit den Gegnern, die wir zurzeit haben.
ist natürlich immer so eine Sache, wie wir ins Spiel rangehen oder generell, wie wir uns einfach präsentieren. Mhm. Aber wir fühlen uns auf jeden Fall wohl. Ich denke, wir haben jetzt 3 Gegner, die wir auf jeden Fall besiegen müssen. 2, die wir besiegen können. Und Outsider ist, denke ich, das erste und das wichtigste Spiel. Das entscheidet sich so, wie der Turnierverlauf ablaufen wird. Mhm. Aber mal gucken. Es kann ja immer alles passieren. Ja, richtig. Und gegen Face seid ihr ja auch eigentlich immer sehr stark. Ja, normalerweise schon, ja. Und gegen G2 müssen wir ja noch die Revanche wieder spielen. Ja, das wird ja, das holen wir uns wieder. Das ist ja Monesi Sirson als Onliner bezeichnet und so. Dreist, aber man muss dazu sagen, er hat es halt gebackupt. Ne? Er hat den MVP gekriegt. MVP, ja. Das ist halt schon nicht schlecht. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Das ist so krass mit auch mit dem Blick hier und generell, wo wir hier einfach sind und so. Das ist echt. Ja, safe. Also. Warst du sonst generell auch auf Turnieren oder ist das jetzt so mit uns das erste, also regelmäßig jetzt so? Das bei euch regelmäßig. Ich habe ja vorher nicht im E-Sport gearbeitet. Ah, okay. Ich war ja bei Rocket Beans und da war die weiteste Reise, glaube ich, keine Ahnung, Köln oder Berlin. Okay. Schon geile Orte, wo man durch E-Sports hingekommen ist. Ja, habt ihr ja auch in dem Philips-Video drüber geredet, ja. Dass ihr, was ihr da alles schon gemacht habt und so weiter. Das ist für mich immer noch surreal. Ich habe gestern auch einen Tweet gemacht und meinte, das ist mega surreal, dass ich jetzt überhaupt hier sein kann und so weiter. Und dass ich mega dankbar bin, dass einfach das unser Job ist. So. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst ein Like da, abonniert, Glocke nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.